Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Prison Architect. Ja, wir waren immer noch in der letzten Folge daran zu schaffen, diesen Trakt hier fertig zu bauen, ja. Ja, wir sind immer noch nicht fertig, ich weiß, das sollte eigentlich schon längst getan sein, aber ich bin halt ein langsamer Mensch, nicht? Ich bin halt ein langsamer Mensch. So, und wir können eigentlich auch schon die Rohre für die coolen Toiletten platzieren, damit die Wasser haben und die Scheiße nicht einfach in den Boden geht. Das wäre natürlich fatal für ein Gefängnis. Ich könnte mir die Folgen gar nicht ausmalen, so fatal wäre das. Aber okay, ich wollte jetzt eigentlich das mit den Gefangenen machen und das werde ich jetzt einfach mal machen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Ich bin mal eben kurz weg, stell das mit den Gefangenen ein und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Oh nein, warte, ich muss ja erstmal stoppen. So, da bin ich wieder. Und ja, wie man jetzt sehen kann, 55 Gefangene kommen. Das ist zwar übernormal, aber so kriegen wir neue Gefangene in unser Gefängnis. Anders geht es ja anscheinend nicht. Finde ich auch ein bisschen schade. Naja, was will man machen? Auf jeden Fall habe ich gerade, ist mir gerade was eingefallen. Und zwar habe ich hier die Abflüsse gar nicht gebaut. In den Duschräumen. Das muss natürlich auch noch wiederholt werden. So, und zwar geht das ganz einfach. Ihr geht in die Save-Game-Datei. Die findet ihr übrigens auch, also die, upsala. Die Dateien, die findet ihr übrigens auch in der, also den Speicherort. Den findet ihr unter Gefängnisse laden und dann klickt ihr einfach hier unten drauf. Dann solltet ihr eigentlich dorthin kommen, wo die Save-Games sind und ja, dann geht ihr einfach auf den Save Game, den ihr verändern möchtet, geht dann auf rechts, macht dann Rechtsklick und geht dann auf Editieren, entweder mit Notepad++ oder Notepad oder was auch immer, geht auch glaube ich mit Word, ich weiß das gar nicht, kann gut sein, auf jeden Fall sollte das so gehen und dann nehmt ihr einfach dann seid ihr in Notepad drin und dann steht irgendwo in der, ja, das ist schon noch am Anfang, da sind ein paar Dateien aufgelistet mit ein paar Variablen, also nicht mit ein paar Variablen, sondern mit ein paar festen Zahlen und dann steht da auch irgendwo Intake, Prisoners, Number oder sowas, so ähnlich und dann müsst ihr einfach da die Zahl eingeben oder die Zahl ersetzen in die Zahl, die ihr bekommen wollt in der nächsten Nacht. Und bei mir wären das halt 55. Und da freue ich mich auch schon, das ist zwar schon ein bisschen cheaten, aber naja, was will man machen? Wenn wir halt keine Gefangene in unser Gefängnis bekommen, ja, dann müsste ich halt auf diese Art Leute in mein Gefängnis bekommen. Anders geht halt nicht. Und ja, so ist das nun mal. Kann man leider nichts machen. So, wie sieht's denn aus? Alles noch normal hier. Hier muss einiges noch repariert werden. Okay, er macht. Da machen sie schon. Das ist ganz gut. Oh, der blutet aber. Der ist bewusstlos. Ja, dann schicke ich mal meine Ärzte wieder durchs Krankenhaus, durchs Gefängnis. Fang einfach mal hier hinten an. So, und den schicke ich einfach mal hier hin. Weil, wenn ich die jetzt nicht irgendwo oh. Okay. Naja, auf jeden Fall läuft das Gefängnis eigentlich recht gut bis jetzt. Meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr mein
Gefängnis so im Moment findet, auch mit den einzelnen Blöcken hier, mit den Zellenblöcken. Das ist ja jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich habe mir sehr viel Mühe dabei gegeben und hoffe einfach mal, dass euch das so genauso gefällt wie mir. Bei mir gefällt das schon richtig gut. Also das ist schon echt hammer-awesome, was ich da gemacht habe. Aber ich bin ja sowieso selbstverliebt und egoistisch, aber naja, okay. Nichts tut nichts zur Sache. Tut nichts zur Sache. Naja, okay. Wie sieht's denn hier aus? Hier nehmen wir gleich einfach die Zelle, weil die hatten keine Lampe. Wir geben mal wieder unnötig Geld aus für Bäume. Eigentlich haben die ja genug Bäume, aber trotzdem bezahle ich da noch immer Geld für. Ist nun mal so. Schade. Aber die sollten auch jetzt mal ein bisschen länger arbeiten, denke ich einfach. Deswegen mache ich den einfach mal eine Stunde länger Arbeit. So. Und dann sollte das eigentlich auch klappen. Sind meine Ärzte schon wieder zurück, jo. Gibt's doch nicht. Naja, eigentlich sollten die ja, genau wie da gerade passiert ist, eigentlich automatisch zu dem Doktor gebracht werden. Werden sie auch, das ist gut. Alles gut. Und wir haben gerade nur 90.000. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt noch weiter aus dem Schulden rauskomme. Und wie ich schon letzte Folge gesagt habe, glaube ich, werde ich einfach mein Gefängnis immer weiter nach links ausbauen. Weil ich halt hier die Mauer noch nicht habe. Und ja. Ich werde aber wahrscheinlich auch bald eine Schleuse da einfach einbauen. Aber das werdet ihr da dann sehen, was da passiert. Ist auf jeden Fall ganz spannend, was ich mir da überlegt habe. Mal gucken, ob das so umgesetzt werden kann, wie ich mir das gewünscht habe. Man weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe einfach mal, das wird klappen, denke ich. Das wird klappen. So, hier ist natürlich alles immer noch neutral, hoffe ich. Jo. Überall hier kein Personal, nur für Personal. So läuft das und nicht anders. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Ja. So. Jetzt Essen angesagt. Und die 55 Gefangenen kommen bald an. Dann haben wir aber immer noch nur 150 Gefangene. Das ist natürlich wieder wenig, wenn man jetzt mal so überlegt, dass wir 242 Zellen haben, ja. Muss man sich mal so geben, einfach. Aber naja, so ist das nun mal. Kann man nichts machen. So, wir werden jetzt einfach hier nochmal die Zelle klonen. Und dann schön alles bauen. So. So. Und natürlich hier auch unsere Mauer hin platzieren. Schön. Und dann klonen wir noch die andere Seite. Die sieht dann so aus. Ist hier alles nicht so spektakulär. So. Und ja. Unsere Gärtner machen ja auch und deren Arbeit sehr gut. Da kann man auf jeden Fall auch eigentlich eine Gehaltserhöhung geben, aber mache ich natürlich nicht, weil seht ihr ja hier, mein tägliches Einkommen ist minus 780 Euro und das ist natürlich sehr wenig. Da kann man auf jeden Fall. Und mein Bankguthaben ist auch gerade nicht viel. Wahrscheinlich wegen den Bäumen und wegen den Reparaturarbeiten. Aber wahrscheinlich auch, dass ich hier die Sachen geklont habe. Naja.
Und kriegt das irgendwo, das Geld kriegt man auch irgendwo wieder zurück. Dafür macht man ja hier die Investitionen. Und so. Zack. Alles wie beim Militär, alles schlicht und gleich. So wie sich das gehört. So. Die Teller sind ja hier immer noch nicht sauber, ne? Hier stehen ja immer noch welche rum, die dreckig sind. Okay, aber die sind schon zusammengestellt. Vielleicht sollte ich doch mehr Spülbecken dahin bauen, irgendwie. Aber ich glaube, zwei reichen, weil die machen das ja eigentlich immer über Nacht. Und das dauert eigentlich nicht so lange. So. Perfekt, 31.000 durch Holz. Also wieder ein sehr guter Verdienst. Der sollte auf jeden Fall wieder... Ach, Autospeicherung. Da bekomme ich auf jeden Fall gleich noch mehr wegen den 55 Gefangenen. Ich bekomme gleich ein saftiges Einkommen pro Tag. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, wollte ich sagen. Jetzt fallen schon wieder die Wörter hier nicht ein. Und ja. Aber hier läuft auch noch alles mit den Lichtern. Alles picobello. Läuft alles, okay. Ich werde einfach mal hier Lampen hinmachen. Sondern nee, hier unter Einrichtung ist das ja. So, hier Lampen hinmachen. Obwohl die hier hin. Das sieht halt doch ein bisschen schöner aus. Ja, einfach für... Ja, für die Schönheit. Einfach so, dass das ein bisschen anders alles aussieht. So, ich kann hier auch schon mal die Lampen hinpacken. Und dann kann ich eigentlich auch nicht mehr sehr viel machen. Halt außer ausbauen, immer dasselbe. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen langweilig. Aber wir werden uns hier mal morgen um diesen Teil hier kümmern. Wir möchten nämlich hier auch eine Werkstatt bekommen. Und da muss ich wahrscheinlich einen eigenen, Generator hinbauen. Das werde ich dann einfach hier so ganz klein in die Ecke bauen. Das steht schon fest. Und ja. Wie sieht es eigentlich mit den Bedürfnissen aus? Da haben wir gar nicht mehr lange geguckt. Lange nicht mehr drauf geguckt. Auf die Bedürfnisse. So, hier. Oh, Hygiene ist ganz schön nötig. Stinken ganz schön. Riecht man schon bis hier hinten. Nee, aber auch Familie ist richtig wichtig gerade und oh mein Gott, ist natürlich nicht so gut. Aber unser Gefängniswert ist auch gerade schon schön wieder gestiegen. Also ja, gestiegen. 720.000 ist schon ganz okay, ganz ordentlich. Und der Wert steigt ja auch immer. Zwar nicht sehr viel, aber das ist ja immer unterschiedlich. So, Personal auch 22.500. Sehr gut eigentlich. Aber halt die ungelösten Morde durch meinen Aufstand, den ich vor kurzem hatte, also so ein Riesenaufstand, da kommt natürlich auch viel weg. 2 Millionen, ey. Gibt's gar nicht. Da muss ich mal gucken, ob man das auch modden kann. Weil wenn wir die 2 Millionen nicht hätten, ne, dann würden wir so viel Geld verdienen hier. Da hätte ich schon plus 1 Million oder sowas. Also das wäre auf jeden Fall ordentlich. Da könnte ich mir schon wieder ein geiles Gefängnis bauen. Aber das
ich über 471.000 für Steine und Mörtel ausgegeben habe, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber das könnte wirklich hinkommen, dass ich so viel für Materialien ausgegeben habe. So allein schon die Mauer hier. Das war ja schon teuer genug, würde ich jetzt mal so sagen. Das kann man ja eigentlich so mal eben gucken, wie teuer die Mauer war. Einen Moment. Moment, das muss man dann so machen. Allein das Stück hier schon 39.000. Und dann, naja, gucken wir mal hier nochmal das Stück. Auch nochmal 28.000. Und das Stück auch nochmal 39.000. Also da kommt auch schon ein paar hunderttausend zusammen. Und da kommen unsere 95 Gefangene. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und da sind sie. 55 neue Gefangene. Das ist schön. Oh, die Gefahrenstufe ist gerade ziemlich hoch. Warum wohl? Warum? Ist gerade gar nicht gut. Ich habe gerade Angst. Ich habe gerade ziemlich Angst, dass hier irgendwas passiert. Scheiße, da passieren auch schon die ersten Dinge. Oh, nein. Scheiße, da wurde schon der erste angeschossen. Oh fuck. Oh Gott. Aufstand. Scheiße. Fuck. Und schon verliere ich auch meine ersten wieder. Oh Scheiße. Nein, nicht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Warum? Oh Gott. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Wir werden mal eben hier die Riot Police rufen. Und die Paramedics. So. Feuerwehr kann übrigens wieder weg. Die waren unnötig. Aber die sind jetzt ganz wichtig hier. So, schickt sie rein. Schickt sie rein. Fuck it, ey. So, los. Schickt sie rein, die Hunde. Los. Oh mein Gott. So, zack. Die Mannschaft geht jetzt hier noch rein. Oh fuck, die haben eine Waffe. Okay, direkt alle reinschicken. Direkt alle. Oh fuck. Fuck. Okay. Hui, das war knapp. Aufstand weg oder wie oder was oder wo? Scheiße. Natürlich haben wir jetzt wieder so einen großen Aufstand. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mensch, ey. Was macht denn der Hund? Der Hund geht einfach nach Hause. Okay. Tschüss. Naja, okay, dann war es das erstmal für heute. Ihr seht ja, was heute wieder passiert ist. Wieder ein Aufstand, ein großer. Naja, ich werde mal gucken, ob ich die Zahl hier mal ein bisschen verkleinern kann. Ciao.